Behind His Mask. Eine Shakespeare-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 52. Point of View. Stegi. Stegebert, könntest du bitte mal mitkommen? Alle Schüler drehten sich zu mir um, als Herr Trist, unser Schulleiter, seinen Kopf zur Tür hereinsteckte. Ich schluckte und bemerkte kurz Tims verwirrten Blick, welcher auf mir lag. Vermutlich hatte er Angst, dass ich etwas gesagt hatte. Aber wieso sollte ich? Ich hatte ihm bereits einmal gezeigt, dass ich das nicht tun würde. Und gerade nach dem, was vor einigen Tagen geschehen war, wusste ich absolut nicht, wo wir standen. Aber gerade deswegen würde ich das doch nie tun. Nachdem wir es geküsst hatten, was im Übrigen meine ganze Welt umgeworfen hatte, hatte er mich bloß angelächelt. Mehr nicht. Er hatte nur da gesessen und gelächelt. Und dann war er aufgestanden. Ohne irgendwas zu sagen, war er aufgestanden und plötzlich losgerannt. Vollkommen perplex hatte er mich zurückgelassen, aber gut, das war definitiv nichts Neues mehr. Langsam stand ich auf. Du kannst deine Sachen gleich mitnehmen. Herr Trist rückte seine Brille zurecht und lächelte mich kurz mitleidig an. Du wirst heute nicht mehr in den Unterricht gehen. Ein mulmiges Gefühl stieg in mir auf. Hatte ich irgendwas falsch gemacht? Das wird nicht einfach, sagte der Direktor zu mir und ich konnte sehen, wie er tief Luft holte. Möchtest du vielleicht einen guten Freund mitnehmen, der dir zur Seite stehen kann, dem du vertraust? Ich biss mir auf die Lippe, sah mich kurz in der Klasse um, merkte, wie alle Blicke auf mir lagen. Einen guten Freund. Einen guten Freund durfte ich mitnehmen. Welchen guten Freund? Ich hatte keinen guten Freund. Ich könnte Tobi nehmen. Ich mochte Tobi. Er war nett. Er hatte mir in letzter Zeit gezeigt, dass ich keine Angst vor ihm zu haben brauchte. Er hatte mir gezeigt, dass es ihm leid tat, dass er sehr lieb sein konnte. Aber ich vertraute ihm nicht. Ich kannte ihn viel zu wenig. Hannah wäre theoretisch auch eine Option. Sie wirkte echt nett, aber kennen tat ich sie auch nicht. Egal, ob sie sich nun für mich eingesetzt hatte oder nicht. Irgendwie schien sie mich deutlich besser zu kennen, als sie mich eigentlich kennen sollte. Und dann war da noch Tim. Irgendwie, auch wenn es noch so bescheuert war, vertraute ich Tim. Er war nicht nett oder liebevoll. Meistens war er eher das Gegenteil. Aber da war dieses meistens. Und dieses kleine Wort ließ mich Hoffnung haben. Ich würde ihn tatsächlich fragen. Fragen, ob er mitkommen wollte, zu was auch immer ich erfahren würde. Worum auch immer es gehen würde. Aber er würde Nein sagen. Einerseits, weil zu viele Leute hier waren, die hören würden, dass er für mich mitkommen würde. Andererseits, weil ich es war. Er hasste mich. Aber wieso sollte er mich dann küssen? Oder zulassen, dass ich ihn küsste? Dieser Junge hinterließ mich wirklich mit nichts außer Verwirrung. Seit dem Kuss hatte er nicht einmal mit mir geredet. Er war mir vollkommen aus dem Weg gegangen, hatte meine versuchten Gesprächsversuche mit bösen Blicken abgewehrt, nicht ein Wort zu mir gesagt. Also schüttelte ich kurz den Kopf. Ein leises Lachen ging durch die Klasse, aber niemand traute sich, aufgrund der Anwesenheit des Schulleiters etwas zu sagen. Herr Trist wirkte kurz verwundert, nickte aber. Ich kramte meine Sachen zusammen, nahm meine Tasche und lief dann direkt zum Direktor, quer durch die Reihen der Schüler. Als ich die Klassenzimmertür hinter mir schloss, bemerkte ich kurz Hannas bohrende Blick auf mir liegen. Ich schluckte schwer. Die bohrenden, grünlichen Augen von Herrn Trist musterten mich gründlich. Er lächelte mich kurz an, aber ich konnte sehen, dass das Lächeln nicht echt war. So oft hatte ich selber mein Lächeln gefälscht. Inzwischen musste ich mich überhaupt nicht mal anstrengen, um zu sehen, was echt und was nicht echt war. Komm mit, wir müssen etwas besprechen. Ich lockte den ängstlichen Kloß in meinem Hals herunter. Ich nickte. Herr Trist nickte ebenfalls und setzte sich dann in Bewegung. Der Weg zu seinem Büro kam mir ewig vor, viel länger als sonst.
Ging es darum, dass ich auf das Schulgelände unerlaubt verließ? Ging es um Tim? Ging es erneut darum, dass ich gemobbt wurde? Hatte Herr Trist meine Aussage doch nicht geglaubt? Hatte jemand Lügen über mich erzählt? Hatte ich irgendwas Wichtiges vergessen oder falsch gemacht? Egal, wie viel ich darüber nachdachte, mir fiel keine plausible Lösung für meine Überlegungen ein. Als Herr Trist seinen Schlüssel aus der Hosentasche holte, fuhr ich hoch. Ich konnte sehen, dass die Finger des Lehrers zitterten. Als er die Tür aufbekommen hatte, drückte er die Klinke herunter und bat mich hinein. Ich sollte doch auf dem Stuhl vor seinem Schreibtisch Platz nehmen, bitte. Ich ließ mich sinken. Meine Hände krallten sich schon fast ins Holz. Herr Trist setzte sich auf den Stuhl mir gegenüber. Kurz musterte er mich und in seinem Blick konnte ich eine Entschuldigung ablesen, aber vielmehr Trauer und Mitleid. Er seufzte tief. Dann begann er zu sprechen. Ich habe leider schlechte Nachrichten für dich. Point of view? Tim. Was denkst du, was die Schwuchtel besprechen musste? Anton grinste mich hämisch an. Meinst du, er hat Ärger bekommen? Ich zuckte kurz mit den Schultern. Keine Ahnung, woher sollte ich sowas auch wissen? Aber irgendwas in dem Blick von Herrn Trist hatte mir einen ängstlichen Stich versetzt. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass er uns verpetzt hat? Hendrik sah jetzt doch ein wenig sorgenvoll aus. Ich schüttelte den Kopf. Ich kannte Stege nicht wirklich, aber ich würde ihm sowas nicht zutrauen. Einerseits hatte er zu viel Angst vor Rache, andererseits sah er immer das Gute in Menschen. Er wollte Menschen nicht verletzen, egal wie sehr sie es auch verdienten. Das war etwas, wofür ich ihn wirklich bewunderte. Er war so stark, so viel stärker als ich. Als er mich neulich geküsst hatte, hatte die Welt für einen Moment stillgestanden. Ich wusste nicht, wieso ich den Kuss zugelassen hatte. Ich wusste nicht, wieso es sich so gut angefühlt hatte. Ich wusste, dass ich mir gut und gerne was vorzumachen versuchte, was meinen Hass zu Stegi anging. Aber doch nicht das. Klar, das waren Indizien gewesen. Aber das war lange Zeit her. Unsere Woche war vor einer halben Ewigkeit gewesen. Dennoch, seine zarten, unfassbar weichen Lippen auf den meinen zu spüren, war wunderschön gewesen. Ich hatte dieses Gefühl so sehr vermisst, ohne dass ich es zugeben wollte. Ich hatte diesen Jungen vermisst. Und dennoch wollte ich das nicht. Sag mal, Tim, hast du es etwa auch reden verlernt und kannst nur noch weinen und schreien? Fragte Hendrik plötzlich lachend und boxte mir in die Seite. Natürlich war mir klar, dass er über Stege redete. Aber irgendwie störte es mich, wie er über ihn redete. Er kannte ihn gar nicht. Gut, das tat ich auch nicht. Aber das war es ja. Keiner von uns wusste, wie der Kleine wirklich war. Keiner von uns kannte ihn. Und trotzdem waren wir so zu ihm. Ich wusste nicht, wieso mich das störte, aber irgendwie wollte ich ihm nicht dermaßen wehtun. Andererseits war es seine Schuld. Es musste seine Schuld sein. Das alles. Sag mal, ist er das da vorne nicht? Elias zeigte quer über den Schulhof auf eine kleine blonde Person, welche mit gesenktem Kopf und schnellen Schritten in Richtung des Waldes lief. Ich wusste ganz genau, wohin er wollte. Zu seinem besonderen Platz. Wisst ihr was? Hendrik grinste in die Runde. Wir fragen ihn einfach mal, was der Direktor von ihm wollte. Elias und Anton nickten mit einem belustigten Lächeln auf den Lippen. Aber guck sicherheitshalber nochmal, dass seine Olle nicht da ist. Die scheint ja einen Narren an der Schwuchtel gefressen zu haben. Meinte Hendrik in diesem Moment zu mir und verdrehte die Augen. Nenn sie nicht so, murmelte ich leise, nickte aber trotzdem kurz dankbar und ließ meine Augen über den Schulhof gleiten. Zum Glück ohne Hanna zu entdecken. Wobei, zum Glück. Irgendwas in mir hoffte, dass sie auftauchte. Irgendwas in mir wollte, dass sie dazwischen ging und ihm hier ein Ende setzte. Schwuchtel, rief Anton jetzt laut und begann in Richtung des Jungen zu laufen.
Die anderen liefen hinterher. Selbst aus der Entfernung meinte ich zu sehen, wie Stegi zusammenzuckte. Innerlich hoffte ich, dass er so tat, als hätte er es nicht gehört und weiterlief. Oder dass er wegrannte, so wie er es manchmal tat. Aber heute tat er das nicht. Er blieb einfach stehen. Mit gesenktem Kopf stand er da und rührte sich nicht von der Stelle. Wartete vielmehr darauf, dass wir zu ihm kamen. »Na, was wollte der Direktor von dir?« fragte Elias nun und baute sich vor dem Kleineren auf. Dieser antwortete nicht, sondern sah weiterhin auf dem Boden. Elias erwartete auch keine Antwort. Natürlich nicht. Immerhin hatte Stege noch nie mit ihm geredet und vermutlich dachte er, dass er überhaupt nicht reden konnte. Zwar widersprach das der Tatsache, dass er laut schreien, lachen und weinen konnte, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendeiner der anderen anwesenden Jungs so weit dachte. »Hast du uns verpetzt?« fragte Henrik mit einem wütenden Unterton und schubste Stege ein Stück nach hinten. Irgendwas in mir schrie mich an, einzuschreiten. Mich vor den blonden Jungen zu stellen und ihn zu beschützen. Und ich hasste mich dafür, dass ich einfach nur da stand und zuschaute. Stege schüttelte kurz den Kopf. Sein Blick war weiterhin gen Boden gerichtet. »Sag doch, was los war, sonst gibt es Ärger«, sagte Anton, während er das »Sag« betonte. Die anderen begannen zu lachen. Elias spuckte vor Stegis Füße. »Rede gefälligst mit uns, Schwurte!« Henrik begann zu lachen und gab Stege einen erneuten Schubs, welcher den Kleinen kurz in Stolpern brachte. Anton holte aus und boxte ihm gegen die Brust. Ich konnte sehen, wie Stege nach Luft schnappte und kurz davor war, sich zu krümmen. Aber die Genugtuung wollte er uns nicht geben. »Mach doch auch mal was, Tim.« Henrik sah mich mit zusammengezogenen Augenbrauen an. »Oder hast du etwa Mitleid mit der Schwuchtel?« Ich schüttelte den Kopf. Doch, irgendwie schon. »Warum machst du da nichts?« Provozierend blickte der Junge mit den wasserstoffblonden Haaren mich an. Ich zuckte mit den Schultern. Ich wollte nicht. »Komm schon, Tim. Du hast den härtesten Schlag.« Elias grinste dreckig. »Oder bist du wie er geworden?« fragte Henrik, wohl wissend, dass ich es hasste, wenn er so anfing. »Bist du jetzt auch eine Schwuchtel?« Der Kuss schoss in meinen Kopf. Der Kuss, der nie hätte passieren dürfen. Ich holte tief Luft, schüttelte den Kopf, versuchte runterzukommen. Wörter schossen in meinem Kopf herum. »Faggot, du bist nichts wert.« Ich schloss die Augen, versuchte die Gedanken zu verbannen. »Bring dich doch um.« Ich ballte die Hände zu Fäusten. Und dann war er wieder da. »Dachtest du wirklich, ich würde dich lieben?« Innerlich zuckte ich zusammen, spürte, wie sich Wut und irgendwie auch Angst in mir aufbauten. In diesem Moment hob Stege seinen Kopf. Kurz erschreckte mich sein Anblick. Seine Augen waren rot angeschwollen, die Haare komplett verwuschelt. Kein Ausdruck lag in seinem Gesicht. Gar nichts. »Komm schon, Tim!« Ich schluckte. Ich sah Stege direkt in die Augen. Er erwiderte meinen Blick, doch irgendwie schien er mich nicht wahrzunehmen. In seinen Augen schimmerten Tränen, aber er weinte nicht. Er guckte nicht traurig oder verwirrt, nicht entsetzt oder ängstlich. Nicht mal Schmerz konnte man in seinem Ausdruck erkennen. Ich zog meine Faust noch fester zusammen. Und dann schlug ich ihn. »Kopf hoch, es könnte schlimmer sein«, sagten sie. Ich lächelte matt, wachte weiter. Und es kam schlimmer. So, heute mal wieder um einiges kürzer. Aber ja, ist halt so. Also, schaut bei Christelkiste vorbei, schaut bei Drachenmädchen vorbei, lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!